Ja, wieder mal ein neuer Tag. Bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Ja, heute ist der 28. Dezember 2023. Na, das Wetter. Und ich muss mich andersrum stellen, haben wir Gegenlicht so rum. Das Wetter ist nach wie vor einfach grandios. Grandioses Wetter. Sagenhaft. Ja. Was machen wir jetzt heute? Gestern waren wir auf dem Markt. Ich muss das so rumstellen hier, wegen dem Licht hier. Ja, gestern waren wir auf dem Markt. Wir haben so etwas gekauft hier. Haben wir ein paar Knollen von geholt. Tompida Namur. Ja, wenn ich das jetzt so richtig ausspreche, keine Ahnung, aber richtig schöne dicke Knollen haben wir hier bekommen und die werde ich jetzt einpflanzen. Hatten wir schon mal probiert, letztes Jahr hatten wir welche bekommen und auch eingepflanzt. Schmecken sehr gut. Im Winter kann man ausgraben. Frisch zubereiten, die müssen frisch zubereiten, die kann man nicht lange lagern, sondern ausgraben, frisch zubereiten, kann man 2 Tage liegen lassen, aber dann sollten sie weg sein. Also man kann die immer wunderbar frisch aus der Erde holen und davon ein schönes Mittagessen zubereiten. Das ist ja wunderbar. Und die werde ich jetzt hier, wo die Tomaten jetzt gestanden haben, werde ich das hier einpflanzen. So, jetzt habe ich hier das Feld hier schon mal so weit hin, wo die Tomaten letztes Jahr gestanden hatten. Paprika ist weg. Da wird noch ein bisschen Komposterde wird da noch verteilt. Ja, da kommt mein Mitarbeiter, der hier mal prüft, ob das alles in Ordnung ist. Da kann man das so einpflanzen. Er versucht schon einzugraben. Ja, also ein sehr guter Mitarbeiter. Ja, hier kommen jetzt die Knollen rein. Ich werde das ganze Feld mit Tompi Namur werde ich hier setzen. Ja. Der Hund weiß, dass das in der Erde muss. Er vergräbt hier auch seine Leckerchen. Ja, ja. Ja, mein Lieber. Ja, da, hier müssen sie rein. Hier. So. Sind jetzt 5 Stück, aber ich werde jetzt noch mal welche holen gehen und das ganze Feld hier damit bestücken. Ja. Ah, der Hund, der macht das schon ganz gut. Ne? Ja, wir haben schon Tiere, das ist sagenhaft. Das ist wirklich sagenhaft. So, und jetzt werden wir das Ganze zumachen, auch bei den Kartoffeln letztes Jahr.
hat er mitgeholfen, die Kartoffeln zu vergraben. Ja, so geht das. Das macht nur er, der andere macht das nicht, aber er macht das. Ja, er ist fleißig dabei, die Knolle zu vergraben. Man soll es nicht glauben. So, soll ich dir mal ein bisschen helfen? Ja. Das hätte man jetzt geschafft. Ich bin da wirklich mal gespannt, was da draus kommt, was daraus jetzt sprießt. Ja, kann man hier alles sehen auf diesem Kanal hier. Also was die Katzen hier veranstalten, das wird auch immer kurioser. Was machst du denn da, du? Hä? Was machst du da? Jetzt musst du nur gucken, wie du da wieder runterkommst, ne? So, das habe ich jetzt alles schön mit Komposterde gemacht. Also hier muss ich noch 35 Knollen einsetzen. Ja, da habe ich noch was zu tun. Also da muss ich gucken, dass ich die noch, bevor jetzt wieder mal, es soll zum 8. Januar, 9. Januar wieder mal ein Kälteeinbruch kommen. Da muss ich gucken, dass ich die bis dahin, also schon in naher Zeit, hatte ich die hier in die Erde krisch, sonst nützt mir das nichts mehr. Ja, und dann haben wir ja noch die Möhren haben wir ja noch da stehen, haben wir einfach in die Erde gelassen. Ja, jetzt habe ich jetzt noch mal geguckt, die kann man in der Tat ja noch mal gebrauchen. Das ist ja Wahnsinn, muss ich jetzt mal gucken, wir gucken uns das mal an. Wie das Ganze hier aussieht. Ich habe mal eine ausgegraben. Obwohl wir Frost hatten, bis zu minus 9 Grad. Ja, die Möhren sind noch top. Ja, grandios. Wunderbar. Ja, gibt es noch ein bisschen schöne Musik dazu. Da liefert einer irgendwelche Gasflaschen oder irgendwelche Flaschen, keine Ahnung, was die hier liefern, aber die kommen hier regelmäßig vorbei. Weil hier hat man ja keine Klingel. Ja, hier muss man entweder hupen oder man hat solche schöne Musik, damit die Leute wissen, dass jemand kommt. Ich sag ja, in Ungarn ist alles anders. So, aber die Möhren hier, ich werde mal ein bisschen weiter graben hier. Da ist doch noch was zu ernten hier. Das sieht ja besser aus als wie im Herbst. Wunderbar. Ich habe jetzt hier mal mit dem Spaten ein bisschen angehoben. Ah, hier sind überall. Überall noch essbare Möhren. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn.
Der 28. Dezember haben wir ja heute. Und dann Gartenarbeit. Unvorstellbar. Und dann noch Möhren ernten. Ist ja grandios. Ich gucke jetzt einfach mal, was da noch rauszuholen ist. Das hat sich auch schon wunderbar gelohnt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also wirklich herrlich. Die werde ich jetzt alle schön sauber machen. Und dann haben wir noch eine schöne Portion Möhren. Ja, jetzt habe ich hier noch jede Menge stehen. Den Kohlrabi haben wir auch noch hier stehen. Befroren scheint das irgendwie wohl nicht zu sein. Das scheint tatsächlich hier doch weiter zu wachsen. Ich werde das einfach mal stehen lassen und gucken im Frühjahr, ob man das noch ernten kann. Ja, manche Knollen hier. So. Ja. Einfach mal stehen lassen und schauen, was das Ganze wird. Ja. Warten fort bis zu minus 9 Grad und wir haben noch fast immer, jetzt jede Nacht immer noch, heute Morgen auch wieder minus 1 Grad, war alles leicht befroren. Jetzt natürlich Temperaturen, es war 13 Grad, wenn man hier in der Sonne steht, unglaublich. Also das ist wirklich schon sagenhaft für den 28. Dezember. Es ist Wahnsinn, es ist absolut Wahnsinn. Deswegen lassen wir das alles mal stehen. Und gucken, was das Ganze noch wird, was man da noch ernten kann. So, jetzt werde ich die Möhren noch sauber machen. Ja, man muss sich hier mal angucken, was der hier macht hier. Was machst du da? Ei, 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 ei. Hey, was machst du da? Also, ihr will wahrscheinlich auf meine Schulter springen. Ja, komm her. Ja, spring. Ja, ja. Ja, spring. Ja. 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 Du bist mir ein Kater, du. Du bist mir wirklich ein Kater. Also das ist wirklich unglaublich, was der hier falsch hat. Ja. Soweit jetzt hin. Wer jetzt also mehr wissen möchte, wie das Ganze hier weitergeht, was wir hier alles so anstellen, unseren Selbstversorgerhof hier weiter aufbauen, der sollte diesen Kanal abonnieren. Wer Fragen hat, wir lesen alles, wir beantworten Fragen, der sollte unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns die Tage wieder bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Ciao. Was machst du? Ja, was machst du? Ja, was willst du machen?